Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr dabei seid bei einer weiteren Folge oder weiteren Stream. Grounded. Abenteuerspielplatz Vorgarten. So. Mal eben schauen. Ich muss mich mal eben orientieren. Was wollten wir denn heute machen? Wir wollten da hinten an der Schaufel das Gebiet erkunden und wir brauchen ja auch noch ein paar von den Ameisen, von den schwarzen Ameisen, von den größeren. Da brauchen wir die Köpfe von. Aber ich guck mal eben, es wird langsam dunkel. Habe ich Spinnenseide, habe ich glaube ich dabei, ne? Muss ich mal eben gucken. Spinnenseide wollte ich mitnehmen. Weil wir zum Campingtisch da hinten runtergehen, den werden wir da oben auch erkunden. Und da kann man wohl, wenn ich das richtig gesehen habe, kann man da wohl, sagt mal schnell, mein Gott, eine Seilrutsche zum Sandkasten runterbauen. Dafür habe ich dann die Spinnenseide jetzt mitgenommen. Die brauchen wir dafür. Und sonst, mal im Schauen, haben wir eigentlich soweit alles. Ne? Ich glaube, mache ich dann jetzt. Sind eigentlich komplett vorbereitet. Gasmasken habe ich auch noch mal dabei. Weil hinten für die, genau, bei den Ameisen. Bei den Schwarzen auf der Müllheide. Da ist mir letztes Mal eine Gasmaske ruckizucki kaputt gegangen. Deshalb habe ich lieber jetzt mal zwei mit auf Reserve. Wobei das die verrottete Gasmaske war. Ich glaube, die normalen Gasmasken gehen auch so eigentlich gar nicht kaputt, ne, wenn man nicht angegriffen wird. Aber ich glaube, wir können... Ich muss mal eben schauen. Ja, komm, wir können noch ein bisschen hier Materialien sammeln. Irgendwie müssen wir uns ja die Zeit vertreiben. Sammeln wir hier noch ein bisschen ein. Haben wir auch nichts mehr von so gut auf Vorrat. Vielleicht kriegen wir auch hier noch mal irgendwo eine Fliege oder eine Laus. Gehört habe ich sie. Wo ist sie? Gesehen habe ich sie nur noch nicht. Wo sitzt sie? Da oben ist auf jeden Fall schon mal Wasser. Wo ist sich versteckt? Da. Bestimmt hier irgendwo. Da ist sie. Da oben. So, einen Platz haben wir noch. Ah. Sind so flink, die kleinen Viecher, ne? Kommt nicht an den Wassertropfen dran, gibt's doch nicht. Lagt doch irgendwo noch ein Fall, ne? Welcher Grashalm ist das denn? Der hier. Was mache ich denn hier für einen Quatsch? Ah, wir haben ja eigentlich genug Wasser. So wie ich diese Wassertropfen jetzt auch nicht. Sich da hinten was bewegt. Nicht, dass wir hier ungebetenen Besuch bekommen. Ja, da bin ich ja sowieso mal, wie gesagt, ja letztes Mal schon gesagt, ich bin auf den neuen Patch, bin ich so richtig gespannt. Sollen die Insekten auch intelligenter werden?
gucken, inwieweit die intelligenter werden. Ob die dann so den irgendwo hier auf dem Grashalm, ob die das dann schaffen, den Grashalm kaputt machen, um mich aus der Deckung zu holen oder so. Mal schauen. Da noch so alle kommt. Wie gesagt, ich bin ja auch noch am Überlegen, wenn der Patch rauskommt, fange ich noch mal komplett von vorne an, weil dann werden ja die ganzen Burgle-Quests werden dann wohl zurückgesetzt. Das heißt wohl, ich glaube, das ist schon ziemlich sicher, dass die ganzen Burgle-Quests zurückgesetzt werden. Ja, und dann bin ich halt am Überlegen, macht das überhaupt, fange ich noch einen neuen Spielstand dann an, spiele ich den Spielstand hier weiter und macht dann halt die ganzen Missionen noch mal neu. Ja. Weil die Gegenstände, die man sich erspielt hat und die Gebäude, die man gebaut hat, die sollen ja alle bleiben. Also die sollen ja nicht verschwinden. Da bin ich echt am Überlegen, was ich mache. Würde aber auch bedeuten, dass ich jetzt, das nicht jetzt hier sofort, aber dass ich dann wahrscheinlich jetzt mit dem Stream aufhöre. Also halt diese Season hier beende. Und mit dem Patch dann nochmal komplett von vorne anfange. Wäre auch eine Möglichkeit. Ich weiß es noch nicht. Wie ich das genau mache. Ja, meine YouTube-Zuschauer, ihr könnt ja gerne meine Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Ne? Den Stream, also jetzt hier den Stream Let's Play erstmal beenden und mit dem Patch nochmal komplett von vorne anfangen oder weiterspielen. Und mit dem Patch die Quests nochmal neu machen. Na, das könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, was euch da am liebsten ist. Da richte ich mich dann ganz nach euch. So. Wie spät ist denn das jetzt? Wir haben... Ach, ist noch so früh. Dann ist das noch so dunkel, wenn wir loslaufen. Ich kann ja nochmal eben gucken. Was... Genau, hier brauche ich ja auch noch, genau da 7 Köpfe. Das hatte ich mir auch letztes Mal alles aufgeschrieben. Ne? Ameisenlöwenteil müsste ich doch haben. Ameisenlöwenteil. Ich da keine mehr von? Anscheinend, ne? Sonst wird das mir ja anzeigen. Also Bienen haben, genau, Bienen haben wir mittlerweile genug. Jetzt sind Ameisenbrocken. Okay, da fehlen uns noch 2 Köpfe. Habe ich genug? Da brauche ich nur 3 Stück von. Das heißt, wir brauchen noch... Ne, große Köpfe brauchen wir 3. Wir brauchen 3 große Köpfe von den Ameisen. Schwarzen Ameisen müssen wir besorgen. Und... Ja, für die Waffe brauche ich noch mal Ameisenlöwen. 7 Stück Zangen von den Köpfen. Und die droppen nicht jedes Mal. Ja, und 3 Brocken von den Ameisenlöwen. Ja, da haben wir richtig, richtig viel zu tun. Mal gucken, ob wir das heute alle schaffen. Also jetzt hier im Stream, der geht ja 3 Stunden. Mal gucken, ob wir es da alle schaffen. Meine Zuschauer auf YouTube müssen leider etwas länger warten. Aber das ist der Plan. So, Essen haben wir voll. Wir können jetzt, glaube ich, auch mal so langsam schlafen gehen. Ne? Das hatte ich leer gemacht. Soweit, ja. Dann können wir mich am Morgen direkt durch... Oh, ich mache mal eben die Tür zu. Wegen der Ameisen. So.
Wir gehen erst schlafen und dann trinken wir was. So, bis 5 Uhr, ja, okay. Da wird es dann langsam hell. Da sehen wir auch dann schon wieder ein bisschen mehr. Trinken und noch was trinken. Da kommen wir essen. Hier mal ein paar davon. Choke it down, Pete. It's worse than Dad's Brussels sprouts. Und unten haben wir ja auch noch Essen. Da nehmen wir dann auch noch mal einen zu uns und einen nehmen wir mit. Und noch die zweite Laus hier. So einen essen wir direkt. Die andere nehmen wir auf Reserve mit. Ach, Wasser, der verbraucht so schnell Wasser, ne? Das ist Wahnsinn. Wasser ist ja schon wieder nicht mehr voll. Und dann trinken wir noch mal einen Schluck. Dann machen wir uns mal richtig voll hier. So, wir müssen... Einen Moment. Ich schaue mal schnell auf der Karte. Habe ich das noch markiert? Da ist der Tisch. Den Bürgel oder... Ach Mist, ich glaube, wir laufen nochmal beim Bürgel vorbei, ne? Diese Wegmarkierung Steinhaufengipfel. Ja, wo der ist, weiß ich auch noch nicht. Geschmackvoller... Oh. Oh, guck mal, dass wir noch nie losgerannt sind. Da unten ist meine Freundin. Ja, das wäre aber in der Hose gegangen, ey. Erwische ich die von hier oben? Tatsächlich. Sitzt sie fest? Ach, gefundenes Fressen für uns. Ja, und da, sowas soll es, glaube ich, ab dem Patch nicht mehr geben, ne? Dass die Viecher hier so, sich so feststacken. Also da soll die KI wohl etwas besser werden. Ich hoffe nur, dass die nicht so gut wird, dass sie hier den Weg nach oben auf die Festung findet. Das wäre natürlich blöd. Wenn die jetzt so intelligent wären, dass sie jetzt hier auch noch... Oh, daneben. Dass sie so intelligent werden, dass sie hier den Weg hochlaufen können. Das... Ja gut, das macht die, wird die ganze Geschichte dann auch spannender machen. Da muss man sich echt vernünftige Verteidigungsanlagen bauen und so. Aber dann hat man ja so gut wie gar keinen Schutz am Anfang mehr vor den Wolfsspinnen. So, wo ist sie? Da ist sie. So, haben wir doch nochmal bekommen. Wir haben nochmal 2 Spinnenfang bekommen und Spinnengift haben wir auch bekommen. Ne? 2-mal. Ja, komm, die schmeißen. Ah, ein bisschen Platz haben wir ja noch. Oder habe ich auch so viele von? Ich weiß gar nicht, was ich damit alle machen soll mit den ganzen Spinnenbrocken. So. Ah, ich glaube, wir nehmen noch mal einen Schwung Pfeile mit. Wir machen den Stack hier noch mal voll. Ich glaube, ich nehme noch einen 4. mit. Sicher ist sicher. So. Ja, dann kann es losgehen. Wie gesagt, wir gucken jetzt, dass wir hier geschmackvoller Aufstieg. Ich vermute, dass das der Campingtisch ist. Den werden wir jetzt als erstes in Angriff nehmen. Ich habe ja da unten am Campingtisch habe ich ja so einen kleinen Außenposten. Wir haben überlegen, ob ich mir da auch noch mal einen Wasserfänger hinbaue. Da ist er. Ich glaube, ich laufe verkehrt, ne? Bin hier nicht so ganz richtig. Ne, oh, hier bin ich ja total verkehrt. Wartet mal. Wir müssen mehr hier rüber. Was ist denn hier so viel Gift? Ich glaube, ich setze bevor sie selber eine Gasmaske auf. Sicher ist sicher. Kann ich hier auch durchlaufen.
Erkenntniskassette. Da will ich hin. Oh, Wolfi. Ist ja wohl nicht Wolfi da hinten, ne? Da schläft man mich bei der Kassette, da in der Ecke schläft man mich direkt eine Wolfsspinne. Da genau zwischen den Steinen, da hinten liegt sie. Doch gerade schlafen gegangen, das ist das, was wir im Gras gesehen haben. Ich vermute mal dann, wenn die intelligent mit dem nächsten Patch, dann werden die hier wahrscheinlich auch die Kassetten hochkommen und so. Dann ist das nicht mehr mit hier oben auf die Steine verstecken, ne? Oh, Scheiße! Damit habe ich ja jetzt überhaupt nicht gerechnet, dass die hier hochkommt. Mami! Oh, shit! Weg hier! Damit habe ich ja jetzt überhaupt nicht... Oh, ich muss was essen. Bandagieren. Nein, nicht sterben. Alles nur nicht sterben. Oh mein Gott. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass die den Stein da hochkommt. Okay, da sind wir jetzt wieder etwas schlauer. So, ich glaube, davon müssen wir auch mal eben ein paar Sachen mitnehmen. Wenn ich da hinten ein Gestell bauen will... Weiß ich gar nicht, weil ich alles fürs Gestell brauche. Oh, zum Glück ist sie den Stein nicht mit runtergesprungen. Sonst wäre ich, glaube ich, im Eimer gewesen. Sozusagen. So, wie viel habe ich denn davon? Ja, komm, machen wir mal den Stack voll hier. Man weiß ja nie. So, ich glaube 16 gehen in einen Stack mittlerweile. Ja, ich glaube, jetzt ist er voll. Ich probiere es mal aus, dann sind wir sicher. Ja, 16. So, verschrotten. Oh, da sitzen wir jetzt noch in den Knochen, ey. Mit der Spinne. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, aber ich bin ja auch eigentlich kein Spinnenfreund. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da tierische Panik vorkriege, aber mögen tue ich sie auch nicht. Wirklich. Sag immer, ich lasse die in Ruhe, solange sie mich in Ruhe lassen. So, was habe ich? Ich muss jetzt nochmal eben gucken auf die Karte. Ja, mein Außenposten ist das, der da markiert ist. Da wollen wir auch hin. Hier ist der Campingtisch, hier sind die ganzen Bienen. Ich habe wieder Klee. Ich habe wieder Klee vergessen. Nein. Ich brauche bestimmt Klee. Für irgendwas brauche ich gleich bestimmt Klee und ich habe wieder keinen dabei. Ja, vielleicht finde ich ja hier noch welchen. Habe ich hier nicht gerade irgendwo einen Wassertropfen gesehen? Da. Don't even need to boil it. Die Schaufel, da haben wir ja letztes Mal eine Luft. Oh, 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 oh. Ah, eigentlich habe ich gar keine Lust auf dich jetzt. Wo bist du? Komm wieder weg. Okay. Hier gibt es auf jeden Fall Holzstängel. Da brauchen wir auch welche von nachher. Wenn ich den Wasserfänger baue, aber. Ich hoffe, ich brauche keinen Klee für den Wasserfänger, aber bei meinem Glück. Ich brauche ja irgendwie immer Klee und habe keinen Klee dabei. Ja, ich und der Klee, wir haben irgendwie so eine kleine Auseinandersetzung mit der, oder wie soll man sagen, ja, ja, wir haben so ein kleines Problem miteinander, ne? Wenn ich Klee dabei habe, brauche ich keinen. Guck mal, hier ist noch Essen genug drauf. Ah, hier haben wir im Notfall noch Klee drin. Okay. So. Lass mich mal eben... Achso, den Hut können wir wieder aufsetzen. Lass mich mal eben überlegen. Hier könnte, wie gesagt, auch noch ein Wasserfänger hin.
B. Wasserfänger, der müsste eigentlich hier drunter sein. Da ist er doch schon. Wir brauchen... Ach, Steine brauchen. Warum kein Klee? Gut, das sollte aber alles kein Problem sein. 5 Seile. Den hier oben drauf packen. Ja. Mache ich hier so einen kleinen Außenposten hin, weil in der Ecke werden wir, glaube ich, noch öfters unterwegs sein. Da kann man irgendwie eine Seilbahn, von hier kann man irgendwie eine Seilbahn da hier oben zum Sandkasten bauen. Deshalb macht das eigentlich Sinn, hier so einen kleinen Außenposten zu haben. Dann kann man über die Schaufel hoch auf den Campingtisch zum Sandkasten rüber. Und hier gibt es natürlich viele Hummeln. So, jetzt muss ich erstmal hier noch ein paar Sachen bauen, ne? Herstellen. Ich ja jetzt. So. So, dann stellen wir mal 5 Stück her, ne? 5 Stück brauchen wir auch. Jawohl. So. Dann braucht Holz brauchen wir, Steine. Steine können wir ja schon mal einsammeln. Fünf, 8 Stück braucht nur, glaube ich, ne? Gut, dass hier so viele rumliegen. Habe ich jetzt 9 Stück sollten reichen. Quarz brauchen wir kein... okay. Quarz. Ich habe so Spinnenseide dabei. Wo ist denn jetzt meine Spinnenseide? Ich weiß, dass ich 2 eingepackt habe. Hatte ich hier doch 2-mal... Ach, ich bin so blöd. Ja, ich habe ja bei der einen Kiste da hinten, habe ich eh gedrückt gehalten und dann packte er alle Sachen rein, die man im Inventar hat. Und da werde ich meine Spinnenseide dann auch wohl mit reingepackt haben. Das ist natürlich doof. Ja, laufe ich jetzt noch... Nee, ich laufe jetzt nicht nochmal zurück. Das machen wir dann später. Das ist ja auch jetzt... Aber die Seilbahn kann ich dann auch nicht bauen, ne? Aber da filme ich wahrscheinlich dann auch die Mats über. Ich guck mal. Wir gucken uns jetzt erstmal über da oben auf den Tisch um. Oder wir können hier unten ins Rohr gehen. Aber da gibt es auch eine Bürgelquest für, ne? Es gibt eine Bürgelquest, da heißt es... Du musst durch einen langen, dunklen Tunnel. Und ich vermute mal, dass das der hier ist. Dass man halt, und das steht auch, glaube ich, in der Beschreibung, stand da drin in der Questbeschreibung, dass man viele Fackeln dabei haben soll. Und ja. Und wir gehen jetzt hier oben. Geschmackvoller Aufstieg. Achso, den Bürgelchip, ne? Dann gehen wir mal da oben hoch und schauen mal, was uns da erwartet. Wie gesagt, da bin ich jetzt auch gleich zum allerersten Mal da oben. Was ist da hinten? Ach so, da schläft eine Biene, aber die lassen wir in Ruhe. Wir haben im Moment alles von den Bienen, was wir brauchen. Ich habe ja noch ein Kloß im Hals, muss mal einen Schluck trinken. Shit! Da! Was ist? Der Bomber, ne? Den habe ich ja ganz vergessen. Kannst doch nicht mal was trinken hier im Garten. So. Jetzt aber. So.
glaube, das ist schon mal so ein kleiner Vorgeschmack auf den neuen Patch. Dann wird das hier auch wohl alles etwas gefährlicher werden. Als es jetzt schon ist. So. Die Bienen sind ja wohl nicht aggressiv, ne? Oh, hier ist auf jeden Fall auch irgendwo ein Labor. Oder eine Forschungsstation. Da unten bei dem Glas waren wir auch schon, ne? Ja. Da liegt eine Feder. So. Da, seht ihr, da ist das eine Ende. Da kann man dann eine Seilbahn nach hier unten runterbauen. Dafür hatte ich eigentlich die Spinnenseide mitgebracht. Die Frage ist ja jetzt nur... Jetzt bin ich hier oben auf die Bank, auf der Bank, das ist ja ganz schön, aber wie komme ich hier weiter hoch? Vielleicht mit der Pusteblume hier. Oh, da hinten sind da Spinnenweben oder sind da nur Kratzer? Aber wir versuchen es mal, darüber zu kommen. Mehr als sterben können wir nicht. Ja. Ah, das klappt nicht. Okay. Wir schlafen die ganzen Bienen. Da brauchen wir die Hacke, ne? Spitzhacke, so. Okay, dann nehmen wir natürlich mit. Da hinten komme ich wahrscheinlich hoch, ne? Das heißt, ich mal schauen, wie es hier hinten... Oh, da können wir runterfallen, das finde ich nicht gut. Hier kommen wir auch nicht vorbei, finde ich auch nicht gut. Müssen wir über die Banane wahrscheinlich hier, ne? So. Eisen Wassertropfen, mal vorsichtig unter den Teller gucken. Aber ich glaube nicht, dass da eine Wolfsspinne schläft, oder? Das wäre ja gemein. Nee, da ist nichts drunter, gut. So. Nehmen wir den zu uns. Mal eben, was hier oben los ist. Guck mal hier, die ganzen Pollen in der Luft, die hier rumfliegen. Ist auch nichts für Allergiker. Stellt euch mal vor, der kleine Pieti hätte noch eine Pollenallergie. Ja, dann wäre aber Feierabend hier. So. Also hier geht es auf jeden Fall runter. Die Frage ist, kommen wir da hinten wieder rauf? Aber irgendwie, ja, ich glaube über die Nägel, ne? Irgendwie muss man ja hier auf die andere Seite. Bedrohung entdeckt. Wer bedroht? Greifen einen doch an. Ich dachte, die sind friedlich. Was hast du davon? Eigentlich wollte ich dich doch leben lassen, aber wenn du mich angreifst, dann musst du leider sterben. So. Okay, Doppelsprung kann man auch machen. So, ich würde sagen, wir schauen uns dann erstmal hier unten um. Aber... So, da hinten ist der Grill. Kohle haben wir ja, die Schmelze haben wir ja auch schon gebaut. Müssen wir eigentlich nur noch rauskriegen, wie wir diese Quarzitbarren bauen können.
Na, da fehlt mir das Rezept noch für. Nein, ne? Komm, die schmeißen wir weg. Ja, ich glaube, das brauchen wir hier auch nicht, hier oben, ne? Und sonst können wir da sowieso nichts mit anfangen. So. Noch mal ein bisschen Platz. Ja, aber da bin ich ja jetzt doch ein bisschen geschockt, dass die Bienen hier so aggressiv sind und einen doch angreifen. So, wir schauen uns, wie gesagt, erstmal hier unten dann um. Ich gedacht, die wären friedlich. Aber anscheinend nicht. Wenn man zu nah dran kommt, werden sie aggressiv. So, hier ist ein Buch. Komm ich darauf? Ja. Eine Brille. Guck mal, da liegt noch eine Feder. Was? Ich speichere mal. Ich will das jetzt wissen. War das eine Ausnahme, dass die eine Biene mich angegriffen hat? Oder sind die wirklich aggressiv? Ich laufe jetzt mal dahin. Versuche mal, die Feder zu kriegen. Ich habe nur keine Lust, hier die ganzen Bienen zu töten. Die schläft, ne? Federn kann man ja nie genug von haben. Ja, ich würde sagen, dann gehen wir mal weiter rauf auf den Tisch. Ich vermute ja, wie gesagt, immer noch, dass ich hier wegen dem Burgerchip hin muss. Geschmackvoller Aufstieg. Wüsste nicht, wo das sonst sein sollte. Oh, aber das werden wir gleich erfahren, ob wir hier richtig sind. Hier muss ja auch noch irgendwo eine Forschungsstation oder so sein. Ja. Komme ich da oben nicht rauf? Oh nö, jetzt sagt nicht, hier ist Feierabend. Gibt es so bestimmten Eingang rein hier. Wieso bauen die hier die Bücher hoch? Das ist ja so gemein. Jetzt kommt man bis hier hinten und dann geht es nicht weiter. Aber hier gibt es auch gar keine Möglichkeit, auch über, ne, von hier nach da auf den Tisch rüber. Das wäre ein Hammer, wenn ich mich hier hochbauen muss. Das wäre ja eine ganz schöne Rennerei, ne? Mit dem Mats von da hinten dann hier hoch. Oh, nee, Leute. So, ich guck nochmal. Vielleicht gibt es da hier irgendwo doch noch einen Eingang, den ich übersehen habe. Hier drin. Kann doch nicht sein, dass das hier nicht weitergeht. Eine Pusteblume ist auch schon fast kaputt. Das ist hier auch nicht viel mit runterspringen. Aber ein versteckter Eingang ist hier nicht, ne? Aber selbst wenn hier ein versteckter Eingang ist, wie soll man dann da, kommt man ja trotzdem noch nicht nach da oben.
Muss ich mich wirklich hier hochbauen? Dann baue ich mich aber dahin, von da hinten nach da und dann von da nach da oben hoch oder so. Ich gucke jetzt nochmal hier, aber hier ist auch nichts, ne? Ich glaube, hier, hier in der Tasse ist nichts. Wie gesagt, ist auch nichts. Cool wäre ja, wenn man sich jetzt so eine Biene oder Hummel fangen könnte. Ne, die sind doch eigentlich gar nicht aggressiv, ne? So wie ich das sehe. Sonst hätte die mich doch jetzt eigentlich schon angegriffen, so nah wie die gerade an mir vorbeigeflogen ist. Ja gut. Ah, ich habe die Kühlbox entdeckt. Ja, ja, ist. Ach, guck mal an. Habe ich einen Hammer dabei? Gut, dass wir noch nicht weggegangen sind. So. Ah. Haha. Wäre auch irgendwie komisch gewesen, wenn man hier nicht eben doch irgendwie raufkam. Ich wusste doch, dass hier irgendwas ist. Ich hatte jetzt eigentlich gedacht, irgendwie ein versteckter Eingang. Oh, guck mal, da ist auch eine kleine, da ist ja auch eine Burg. Da muss ich ja vorsichtig sein, wenn ich demnächst sage, von der Burg erzähle. Ne? Da muss ich einmal Sandburg sagen und einmal die normale Burg hier. So. Aber ich traue dem Frieden nicht, Leute. Ich traue ihm nicht. Hier gibt es schwarze Ameisen. Und hier rauf, ja. So eine schwarze Ameise, ne? Hinten gibt es was zu essen. Hier gibt es doch bestimmt noch andere Viecher, oder? Weil man könnte sich ja auch die Burg hier ausbauen, ne? Hat ja hier schon eine kleine Festung. Man ist ja auch ziemlich hoch. Man käme von hier aus eigentlich auch fast überall dann per Seilrutsche hin vielleicht. So, irgendwas. Ja, ja, ich tu dir nichts, wenn du mir nichts tust. So, gibt es hier nochmal was zu trinken? Da gehen wir mal eben das Messer hoch. Hauen hier nochmal rein. Ja, hier gibt es auf jeden Fall was zu trinken. Das ist gut. Brauche ich nicht an meine eigenen Reserven. Oh. Ja, ja. Oh, was ist das denn hier? Steht das nur... Oh, ich muss ja aufpassen. Nicht runterfallen. Nochmal genau untersuchen hier. Ne. So. Da geht's in die Burg. Lass mich mal in Ruhe. Aber wenn hier eine Ameise ist, dann gibt es hier bestimmt auch mehr Ameisen. So, was haben Sie denn hier für ein schönes Spiel gespielt? Ah, da ist eine Forschungsstation. Okay. Hier haben wir doch so ein schönes RPG gespielt. So. Und dann gehen wir noch mal hier rauf. Erstmal alles richtig erkunden, bevor ich da in die Burg reingehe. Mit dem dumpfen Gefühl, dass uns da irgendwas drin erwartet. So, was haben wir denn hier? Verrottetes Essen.
Bandagen, ja, die nehmen wir doch auch mal mit. Können wir jetzt hier was analysieren? Nee, ne? Hier ist aber auch nichts mehr. Hier haben wir eine schöne Aussicht über den Garten. Frag mich gerade, habe ich noch gar nicht nachgeguckt. Könnte man Fahrstühle bauen? Ich meine, das sollte doch jetzt mit Spinnseide und Stein und Gegengewichten sollte das auch gar kein Problem sein. Das wäre doch mal ein nettes Feature. Aber so wie es aussieht, kann man keine Fahrstühle bauen. Was ist das denn hier? Hackliste? Wenn jetzt die Hackliste ist, sagt ihr von, was haben wir denn da? Ein Stück Salz. Oh, ein Salzstück haben wir gefunden. Ja, wartet mal. Was ist denn jetzt hier die Hackliste? Ist das von unserem Wassergestell? Weil wir das noch nicht fertig gebaut haben. Achso, man. Die Dinge habe ich auch noch nicht ausprobiert. Die Sprungnetze, wie hoch man damit kommt. Kann man auch mal testen. Wo habe ich denn mein Wassergestell? Nee, aber da ist gar kein Klee dabei, ne? Pflanzenfasern Sprössling. Ist das für eine Hackliste? Ich weiß es nicht. Boah, das ist eine Biene und da auch. Aber schöne viele Federn haben wir hier gefunden. So. Seid ihr harmlos? Ja, ne? Aber da liegt doch was. Und, mit Steuerung war das, genau. So, Hundeleib gefunden. Da ist doch bestimmt auch noch Salz drauf, ne? Nehmen wir das doch auch noch mal mit. Wer weiß, wofür wir das brauchen. Aber da gibt es auch nicht viel von, ne? Da ist wieder der Grill. Da ist die Brille. Okay, ich glaube, jetzt müssen wir ja doch mal so langsam, aber sicher uns in die Burg wagen. Bis jetzt hier noch nichts gefunden vom wegen so Burgelchip oder so, ne? Meistens gibt es ist da ja ein Labor oder so ein größeres. So, bevor ich da jetzt aber reingehe, speichern. Quatsch. Ja, komm. So. Ja, seht ihr genug oder nehme ich lieber die Fackel in der Hand? My mom always says I light up a room. Okay. Merkt ihr den Ausgang? Das scheint hier wie so eine Art Labyrinth zu sein. Naja, die haben hier irgend so ein RPG gespielt, so schwarze Auge mäßig oder so. Kaputt machen? Nee. Ich hoffe mal, dass der Burgelchip hier irgendwo in dem Labyrinth versteckt ist.